Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Sondersitzung des Stadtrates am heutigen Tage zur Verleihung des Kunstpreises an Herrn Bernd Wolf, den ich hiermit ganz herzlich und ganz besonders grüße. Und ich mich freue, dass er hier diese Auszeichnung der Stadt Wernigerode und den Stadtrat, vom Stadtrat erhält. Begrüßen möchte ich natürlich auch einige namentlich, und zwar den Oberbürgermeister Herrn Gaffert ganz herzlich, die Kulturausschussvorsitzende Frau Gohr, ich hoffe, Sie sehen. Dann begrüße ich den Bürgermeister von Blankenburg, Herrn Noll, und seinen Nachfolger demnächst, Herrn Breithaupt. Ich begrüße natürlich den Laudator, Herrn Rainer Schulze, ganz herzlich, alle Stadträtinnen und Stadträte, die ich jetzt nicht namentlich nenne, und wünsche uns für die nächste Dreiviertelstunde oder 60 Minuten nicht nur eine feierliche und sehr schöne Übergabe des Kunstpreises, sondern ich wünsche uns auch, dass wir wunderbare Musik hören. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch von vorne weg schon mal bedanken bei Herrn Baranowski und Frau Jun für die musikalische Darbietung. Herzlichen Dank schon mal. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Bernd Wolf, ich freue mich ganz besonders, zu diesem Anlass heute ein paar Sätze sagen zu dürfen. Wer Bernd Wolf nicht kennt, meine Damen und Herren, der ist selber dran schuld. Gelegenheiten, den Harzer Dichter kennenzulernen, gibt es wahrlich genügend. Über 100 Artikel veröffentlichte er in der Neuen Wernigeröder Zeitung. Wie viele es in anderen Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen waren, das ist kaum zu schätzen. 20 Bücher hat er geschrieben seit 1968. Früher, vor 1989, als Kinderbücher noch knapp waren, wurden sie unterm Ladentisch gehandelt. Glücklich, wer Manne Vorstraat, Alwin auf der Landstraße, Bieberspur, im Zug hinter Brest und ergattert hatte. Die meisten Jugendlichen haben diese Bücher dann mehrmals vielfach gelesen. 1987 erschien sein Buch Winterströme, Goethes Harzreise 1777. Und natürlich kommt der Brocken in diesem Buch vor. Allein damit bewies er in der DDR schon Mut. Warum? Na, den Jüngeren will ich's erklären. Der Brocken sollte in der DDR aus dem Bewusstsein der Harzer sozusagen entfernt werden. Es handelte sich um militärisches Sperrgebiet, das beispielsweise in der Zeitung nicht mal genannt werden durfte. Man sprach vom höchsten Gipfel des Harzes, wenn man vom Brockenwetter redete. Daran erkennt man heute die Schizophrenie der Regierenden in der DDR. Schließlich, jeder Mann konnte den Brocken sehen, jeder wusste von der Mauer um ihn herum, die nachts taghell erleuchtet war. Bernd Wolf beschrieb diesen Brocken als waffenstarrenden Koloss, was er zu Goethes Zeiten 1777 nur wirklich nicht gewesen sein konnte. Und die im Lesen zwischen den Zeilen geübten DDR-Leser haben auch sofort verstanden, wie das gemeint war. Das Buch fand im Verlag der Nation reißenden Absatz, obwohl natürlich auch der Verlagsleiter die Doppelbödigkeit des Textes durchaus verstanden, vor der Zensur aber gut verborgen hatte. Mit den Winterströmen hat sich Bernd Wolf vom Kinderbuchautor zum Literaten, zum Romancier entwickelt. Er war auf dem besten Wege, ein Bestsellerautor zu werden. Ein exzellenter Goethe-Kenner war er durch die jahrelange Arbeit an seinem Roman ja sowieso geworden. Und er ließ nach diesem großen Erfolg nicht nach, Goethes Spuren im Harz weiter zu folgen, arbeitete an einem weiteren Roman im Labyrinth der Täler, Goethes zweite Harzreise. Aber inzwischen kam das Ende der DDR. 1989 war eine zweite Auflage seiner Winterströme erschienen. 10.000 Exemplare, wenn ich richtig weiß. Wer interessierte sich aber 1990 für DDR-Autoren? Der Brocken war offen, jedermann hatte andere Sorgen und Hoffnungen. Bald danach gab es den Verlag auch nicht mehr. Und Wolf stapelte die Bücher, alle Bücher, in seiner Garage. Einige Buchhändler haben versucht, ihn im Westen bekannt zu machen, damit sich seine Bücher auch dort verkaufen sollten. Sie ahnen, wie das ausging. Und stellen Sie sich die Tragik vor. Mehrere tausend Bücher von solcher Auflage hatte man als DDR-Autor immer geträumt. Die Herstellung war ein Triumph über die Zensur und über die Papierknappheit gewesen. Und die Bücher hätten ihre Leser gefunden und sich gut verkauft. Und Bernd Wolf wäre vielleicht wie Erwin Strittmatter oder Christa Wolf in die erste Reihe der DDR-Autoren gebracht worden. Nun war die Auflage sozusagen, ein wenig verloren. Bernd Wolf ging es unbeirrt weiter um Goethe und seine Harzreisen. Aber das Material wurde auch ständig umfangreicher, bis endlich 2003 der Rudolf Steiner Verlag in der Schweiz auf Wolf aufmerksam wurde. 2004 erschien der zweite Band im Labyrinth der Täler, 2008 der dritte, Die Würde der Steine, 2012 der vierte, Klippenwanderer, Heines Harzreise. Nun wurde auch natürlich der erste Band nochmal neu aufgelegt. Nun ist es sozusagen eine Trilogie
mit einem kleinen Seitenstück oder mit einem sehr umfangreichen, dicken Seitenstück. Worum, meine Damen und Herren, worum geht es in den Winterströmen und worum geht es dem Dichter Wolf seit mehr als 30 Jahren? Ein junger Mann bricht auf, lässt alles hinter sich, Freunde, Zuhause, Geliebte, die Tätigkeit zweier Jahre, sogar seinen bekannten Namen, Goethe, und reitet im gröbsten Vorwinter frohgemut der Ungewissheit entgegen, dem bekannten Gebirge, dem Harz. Er schreibt durch die Furten bei Nacht, die grundlosen Wege auf öden Gefilden, Winterströme stürzen von den Felsen bis zu des gefürchteten Gipfels schneebehangenem Scheitel, wo kaum einer je im Winter vor ihm gewesen ist. Und wo selbst der Förster, der ihn geführt hat, vor Verwunderung außer sich kam, sich da zu sehen, da er viele Jahre am Fuße wohnend, das immer für unmöglich gehalten hatte. Wolf möchte herausfinden, was bewegte denn diesen Goethe? Welche Begegnungen prägen die Fahrt in die Tiefen zu den Höhen? Wolf sagt, alles wird Gegenwart, glaubhafte Gegenwart. Ich denke viele Male, so könnte es gewesen sein. Das bittersticheln Schlussgespräch mit Charlotte, das Zögern am Ettersberg, die Jagdhatz von Karl August im Eisenach, auch die Szenen, deren Menschen am Rande stehen, packen mich. Es müssen seine Darstellungsform und seine Fantasie sein, die derartig stark wirken. Es gab nach Erscheinen der Winterströme große Elogen, eine sofort vergriffene erste Auflage und die bereits erwähnte zweite Auflage 1989. Dennoch, der Erfolg dieses ersten Goethe-Buches in der DDR blieb Wolf im neuen Deutschland versagt. So teilte das Schicksal manchen Dichters und manchen Malers, die nach 1990 in die unbekannten Gefilde des westdeutschen Kulturbetriebs geraten sind, die, wie Bernd Wolf, von großen Verlagen nicht zur Kenntnis genommen wurden, deren Anliegen vielleicht nicht genügend Gewinn versprach, nicht genügend Leser in einer Zeit, in der Bestseller oft auch vom eingesetzten Werbebudget abhängen oder vom Skandal, der in allen Medien landauf, landab für Aufmerksamkeit sorgt. Aber so ein skandalöser Autor ist Wolf nicht. Unter anderem geht es ihm um die Sprache. Wenn, sagt er, wenn in einer Gesellschaft etwas nicht stimmt, dann merkt man es an der Sprache. Das sagt er in der DDR, als er die wörtlich blutleere Funktionärssprache des marionettenhafte und nachplappernde Dienertum des Parteiklüngels nicht aushalten konnte. Viel besser ist es für ihn nach 1990 auch nicht geworden. Zitat: Früher dachten wir, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Heute meinen wir, besonders weltoffen zu sein, wenn wir täglich im Umgangssprachgebrauch angloamerikanische Wortschöpfungen im Mund haben, zumal wir durch die Medien Denk- und Handelsweisen einer amerikanischen Kultur über uns rieseln lassen. Zitat Ende. Seine Sprache orientiert sich nicht nur an seinem literarischen Protagonisten Goethe oder Heine. Nein, er hat auch viel dem Volk vom Maule abgelauscht. Und er erntet dafür von seinen Lesern euphorische Zustimmung. Zum Beispiel eine erlesene Sprache, sogar ein Platt, Schalk, gepaart mit Schlitzohrigkeit. Oder es ist seltsam, seine Texte kann man immer wieder und wieder lesen. Ich brauche sie nach einiger Zeit regelrecht, wie ein Baum einen Schluck Wasser. Bei Bernd Wolf entstehen durch seine Sprache lebendige, witzige, nachdenkliche Bilder der herben Gebirgsnatur, aber auch präzise und dennoch poetische Bilder über die Blume, den Vogel, den Baum des Jahres. Seine Naturschilderungen beschreiben die Schönheit und Einzigartigkeit der unscheinbaren, von modernen Menschen oft übersehenen oder als belanglos eingestuften Welt am Wegesrand. Aber noch einmal zu seinem Lebensthema, das kann man wohl so sagen, dem Dichter Goethe, dessen lebenslange Beziehung, ja beinahe Verstrickung mit dem Harz und als Komplettierung, als Ergänzung gewissermaßen Heinrich Heines Weg, seine berühmte Harzreise auf dem Weg zum inzwischen alt gewordenen Goethe.
Jetzt wird es bei Wolf der doppelte Weg der Reise. Zu einem real in der Wirklichkeit des Harzgebirges und des mitteldeutschen Raums, zum anderen fiktiv im literarischen Nachvollzug und dessen Aufhebung in der Gegenwart. Da wird auch für den Leser dies zur Wanderung über die Klippen seiner Innenwelt und regt zum Nachdenken über gegenwärtige globale Prozesse, Gewinne, Verluste an. Im vierten Band, dem jüngst erschienenen Klippenwanderer, ist Goethe nicht mehr der junge Mann, der im Winter auf den Brocken will. Er ist der arrivierte, unermüdliche, erfolgreiche, auch der eifersüchtige, dessen Schicksal uns ebenso berührt wie das der blutjungen Ulrike Levenzow, des emsigen Johann Peter Eckermann, vor allem aber des um seine gesellschaftliche Anerkennung ringenden jungen Dichters Heinrich Heine, des Ausgestoßenen, des Revolutionärs in einer auf Distanz gehenden Umgebung. Wolf, meine Damen und Herren, Wolf erzählt mit großer Sympathie für seine Figuren, mit Wärme und im Wandertempo sozusagen. Folglich so, dass der Leser die Ereignisse bildhaft nacherleben kann. Voll Verwunderung über die emotional-zeitliche Nähe des zwei Jahrhunderte zurückliegenden Geschehens. Gewiss auch nachdenklich die Ursprünge mancher heutiger Probleme begreifend. Bernd Wolf hat mit seinem Werk wichtige Impulse der deutschen Literatur und zweier ihrer bedeutenden Vertreter des 19. Jahrhunderts in unserer Lebenswirklichkeit im Harz verwoben. Damit spannt er eine Brücke von der großen deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts bis in unsere hektische Zeit. Man sieht, wie kurz die Entfernungen, die Abstände der fast noch gar nicht vergangenen Zeit sind. Seine Romantrilogie ist, wie sein Verlag kürzlich mitteilte, eben ein rechter Brocken im wortwörtlichen Sinne. Und so anschaulich und präzise wie Wolf die ihm vertraute Landschaft, das sich ständig wandelnde Schauspiel der Natur beschreibt, so faktenreich und lebensnah bringt er uns die Kultur und den Alltag jener Epoche nahe. Er sagt, Wolf, es lässt sich schwer nachprüfen, aber es muss Herbst gewesen sein, als der Harz entstand. Keine andere Jahreszeit passt so auf diese Berge. Selbst im moorigen Sommer, im raufrostnebligen Winter, im jubilierenden Lenz können die Berge die Jahreszeit ihrer Entstehung nicht völlig verleugnen. Der Frühling ist nur eine Negation des Herbstes. Der Herbst schließt den neuen Frühling behutsam in ungezählte feste Kämmerchen ein und übergibt ihn der Obhut des Winters. Der Natur überhaupt gilt Bernd Wolf besondere Liebe. Den Beziehungen der Menschen zu unserem Lebensraum nicht minder. Er war und ist immer schon ein aktiver Naturschutzhelfer. Sonntags beteiligte er sich lange vor 1990 schon an Arbeitseinsätzen bei den Zeterklippen, um Reste des Brockengartens zu retten. Engagiert kritisiert er heute die Zerstörung von Lebensräumen seltener Pflanzen und Tiere. In der ersten Ausgabe der Neuen Wernigeröder Zeitung im März 1990 beschwor er die damals Verantwortlichen, die militärische Präsenz auf dem Brocken zu beenden, Aktivitäten wieder auf die Wetterwarte und den Brockensender zu beschränken, die Schotterpisten zu entfernen, die Matten für den Besucherverkehr zu sperren. Er forderte scharfe Trennung zwischen begehbaren und geschützten Teilen, Abbau der Mauer, Zäune für Unbelehrbare. Vieles davon, meine Damen und Herren, vieles davon wurde auch dank des Engagements des Schriftstellers Bernd Wolf Wirklichkeit. Heute wollen wir den Meister ehren für sein literarisches Werk, für sein Handeln und für seine Überzeugung und für seine Haltung. Er hat sie immer behalten, diese Überzeugung, in guten und schlechten Zeiten. Er hat unbeirrbar seinen Weg fortgesetzt, den ihm seine Heimatverbundenheit, seine literarischen Vorbilder, sein innerer Drang vorgegeben haben. Seine liebe Frau hat ihn immer gehalten und unterstützt, wenn es in langen Nächten und noch längeren Wochen schwierige Strecken zu überwinden galt. Denn Bernd Wolf gibt sich nicht zufrieden mit Mittelmäßigem. Für ihn ist der Sinn eines Textes erst dann erreicht,
wenn jedes Wort genau seinen Platz hat, jede Nuance bedacht wurde, jeder noch so kleine Zweifel ausgeräumt ist. Was er herauslässt, das stimmt. Sprachlich und emotional, geschichtlich und im Kontext aller Quellen. Und es hört sich nachher an, als ob es gar nicht anders sein könnte. Aber das bedeutet schlaflose Nächte, unruhige Träume, viele Selbstzweifel, Ringen um Klarheit. Das ist die Kunst, das Einfache, das schwer zu machen ist, hat Brecht gesagt. Wir Wernige Röder, Blankenburger, wir Harzer im Allgemeinen, dürfen uns glücklich schätzen, einen so sprachgewaltigen Autor zu haben, einen so sensiblen, engagierten. Unsere Heimat bekommt ein anderes Gesicht durch seine Gedanken. Durch seine Bücher bekommen wir unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart in einem anderen Licht gezeigt. In einem Licht, das nur Künstler anzünden können, das uns Normalsterbliche fasziniert, aber das wir ohne ihn nicht gesehen hätten. Ohne dies wäre unser Leben ärmer, aber sein Vorhandensein bereichert uns ungemein. Ich erinnere an den Wernige Röder Maler Ernst Helbig aus dem 19. Jahrhundert, dessen romantische Gemälde erst heute in der Kunstgeschichte ihren außerordentlichen Platz einzunehmen beginnen, der zu Lebzeiten immer ein beinahe verborgenes Dasein fristete. Dieses Schicksal, meine Damen und Herren, dieses Schicksal möchten wir unserem Bernd Wolf ersparen. Ein Baustein dazu, und es ist ja zuzugeben, dass er etwas spät kommt, der Baustein, aber immerhin. Ein Baustein dazu ist auch die heutige Preisverleihung. Wir ehren ihn zum Glück schon jetzt, wo er zum Glück noch frisch und munter ist. Mit einem Zitat von unserem Kunstpreisträger Bernd Wolf möchte ich schließen, damit er in dieser kleinen Rede heute das letzte Wort hat. Für mich, sagt er, für mich ist das Schreiben Wirklichkeitserfahrung. Indem ich formuliere und gestalte, bekommt für mich eine Reise, wie die dritte von Goethe zum Beispiel, ein Gesicht. Dichters Ort nur zu sehen, genügt nicht. Man muss ihn als literarische Figur erleben und das Erlebnis in Worte kleiden. So merke ich als Schreiber, wie das Miteinander sich vollzogen haben könnte. Eine weitere heimliche Bindung ist neben Landschaft und Wohngegenden der Harzer Schlag. Die Gestalt des ehrlichen, arbeitsamen, bildhaftes Plattdeutsch sprechenden Menschen, wie ich sie in Waldarbeitern, Kraftfahrern, schreibenden Arbeitern, Eltern, Kindern kennengelernt habe und in meine Bücher übernehme. Aus dem allen speist sich meine Art von Literatur, die weg von süchtig machender virtueller Welt auf die reale Welt neben uns hinlenken möchte, um ihre Schönheit und Vielfalt zu erhalten, um sie als ebenbürtig und unverzichtbar zu achten. Ich danke Ihnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Wolf, liebe Frau Wolf, werte Gäste, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Verleihung des Kunstpreises der Stadt Wernigerode an den ganz toll gewürdigten Harzer Schriftsteller Bernd Wolf. Es ist ein für uns etwas außergewöhnlicher Ort. Eine Preisverleihung der Stadt Wernigerode findet üblicherweise im historischen Rathaussaal statt, aber im Moment wird dort gebaut, wie an so vielen anderen Stellen in unserer Stadt auch. Und deshalb sind wir hierher ausgewichen in diese wunderschöne Aula des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums. Und vielleicht, lieber Herr Wolf, ist es ein Ort, der für Sie vielleicht noch etwas mehr Bedeutung sogar hat, als wenn wir im Rathaussaal gewesen wären. Denn wenn man Ihre Biografie liest, weiß man, dass Sie Ihre Kindheit und Ihre Jugend hier in Wernigerode verbracht haben und dass Sie auch hier zur Schule gegangen sind. Und damit sicherlich ein Stück weit auch heute wieder zurückgehen in Ihre Jungen- und Jugendjahre. Die Stadt Wernigerode vergibt seit 1974 den Kunst- und oder den Kulturpreis und dies nunmehr seit über 40 Jahren. Und seit dem Jahr 2000 gibt es den jährlichen Wechsel zwischen dem Kunst- und dem Kulturpreis. Und ich denke, es ist für eine Stadt immer etwas Besonderes, wenn Preise verliehen werden an Menschen, die in der Stadt oder in der Region etwas Außergewöhnliches leisten, was über die Grenzen der Stadt und der Region hinaus von Bedeutung ist. Und dazu haben Sie viel beigetragen, lieber Herr Wolf. Und wenn ich zurückschaue in den letzten Jahren, haben wir uns mit der Preisverleihung sehr häufig an Künstlerinnen und Künstler und an Menschen gewandt, die entweder der Musik zugesprochen haben oder aber der Malerei oder der Grafik. Literaten waren eher selten unter den Preisträgern der letzten Jahre oder gar der letzten Jahrzehnte. Und daher war es für uns, für die Jury, die den Preisträger alljährlich auswählt, in diesem Jahr, ich möchte nicht sagen einfach, aber es war ein schöner Moment, als letztlich alle Jurymitglieder einstimmig letztlich sich für Herrn Bernd Wolf entschieden haben. Diese Sitzung fand bereits am 26. Januar statt. Das war eine Zeit, in der wir alle noch auf den Winter warteten. Und da war es fast so kalt oder warm wie heute. Und wir hoffen, dass sich das Wetter zum Wochenende wenigstens dann wieder auch der jetzigen Jahreszeit anpasst, denn wir wollen groß feiern, wie man ja den Marktplatz sicherlich auch ansehen kann. Ich darf Ihnen, lieber Herr Wolf, über meine wenigen Worte hinaus die besten Grüße und Wünsche des Literaturlandschaften e.V. heute überbringen. Und zwar ging gestern ein Schreiben bei uns in der Stadtverwaltung ein, Ihres Vorsitzenden dieses Vereins von Literaturlandschaften e.V., von Herrn Karl Koch, von dem ich Sie natürlich ganz herzlich grüßen soll, der gerne gekommen wäre, aber leider aus terminischen Gründen es heute nicht schaffen kann. Und er bat mich, einige Worte aus seiner Grußadresse zu verlesen. Das möchte ich gern tun. Das Original geht Ihnen dann auch noch schriftlich zu. Es ist in der Form, wie es in der Papierform dann sicherlich auch angemessen ist, noch nicht angekommen. Es ist auf dem heutigen modernen Wege, auf dem Wege des E-Mail hier angekommen. Und das kann man schön lesen, aber das ist nicht so attraktiv, wenn man es in der Hand hält. Deshalb darf ich ein paar Worte vorlesen. Mit großer Genugtuung haben wir von der Absicht erfahren, wir ist jetzt der Literaturlandschaften e.V., dem Schriftsteller Bernd Wolf den Kunstpreis der Stadt Wernigerode 2015 zu verleihen. Und die Mitglieder des Vereins freuen sich mit unzähligen Literaturfreunden in Deutschland und darüber hinaus über die kluge Entscheidung der Stadt Wernigerode und sprechen ihr, der Stadt Wernigerode, Dank und Anerkennung für diese glückliche Wahl aus. Und dann gibt es einen Absatz, aber ich denke, das ist schöner, wenn Sie den persönlich lesen. Da wird Bezug genommen, als ein Teilnehmer einer Reisegruppe aus den alten Bundesländern 1987 durch den Ostteil Deutschlands fuhr
und ein Buch von Ihnen erwarb, das heute schon so oft zitierte und gehörte Buch Die Winterströme. Und es wird hier beschrieben, wie es spannend war vom deutschen Osten, wo dieses Buch mit viel Glück ergattert werden konnte, in den deutschen Westen zu schmuggeln, und dass eine Leserin bereits auf der Reise zwischen Pirna und Helmstedt das halbe Buch verschlungen hat. Ich frage mich, wie sie das geschafft hat. Wahrscheinlich waren die Straßen auch so schlecht und man musste langsam fahren. Dies ist ein Teil aus dieser Grußadresse, die ich Ihnen vortragen durfte. Und es wird dann noch natürlich Bezug genommen auf Ihr letztes Kunstwerk, auch das ist ja schon angesprochen worden, welches in diesem Schreiben als ein Höhepunkt der deutschen Literatur benannt wird. Und ich denke, wenn das ein bundesweit agierender Verein so hier zu Protokoll bzw. in eine solche Grußadresse schreibt, dann muss da was dran sein. Und zum Abschluss steht geschrieben, dem Kunstpreisträger 2015, für die im Gefolge Goethes und Heines in allen seinen Werken großartige weitere Verankerung des Harzes mit seinen Städten und Städten in der deutschen wie in der Weltliteratur, möchten wir unseren Dank und unsere tiefe Verehrung ausbringen. Im Namen des Vorstandes. Dies vom Verein Literaturlandschaften e.V. Und zum Abschluss, lieber Herr Wolf, sei mir noch gestattet, da auch so viele Blankenburger heute hier sind, die ich gesehen habe. Es gibt ja so einiges, was uns verbindet, auch wenn, und das darf ich sagen, Sie ein paar Tage älter sind. Ich habe viele Jahre in Blankenburg gewohnt. Mein Sohn ist bei Ihnen zur Schule gegangen. Und eines der Bücher, welches ich als erstes von Ihnen gelesen hatte, wie konnte es anders sein, waren die Winterströme. Und immer wenn man mal umzieht, was ich in meinem turbulenten Leben des Öfteren tun durfte oder musste, ist mir dieses Buch immer in die Hände gefallen und in dem Moment habe ich immer an Sie gedacht. Und das Zweite ist, was uns verbindet, ist die Liebe zum Brocken. Auch da haben wir uns über viele Jahre und Jahrzehnte getroffen und kennengelernt und haben auch ein wunderschönes kleines Projekt gemeinsam gemacht, nämlich den Urwaldstieg, den Sie mit den zauberhaften Texten über die besondere Bedeutung der Bäume und des Harzes versehen haben, der vielen Menschen Freude gemacht hat, wenn sie ihn besucht haben, ob im Sommer oder im Winter. Und daher, lieber Herr Wolf, ist es mir heute eine ganz besondere, auch persönliche Freude, dass ich ein paar Worte sagen durfte zur Preisverleihung, dass Sie heute hier in Wernigerode sind und dass ich Ihnen jetzt gemeinsam mit dem Stadtratspräsidenten Uwe Albrecht den Kunstpreis der Stadt Wernigerode 2015 überreichen darf. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie gesund und wenn ich mal wieder etwas über den Harz, über Goethe, Heine oder über den Brocken wissen möchte, ich weiß immer noch, wo Sie wohnen. Alles Gute. Verehrter Herr Präsident, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Bürgermeister meiner Stadt, von Anfang bis Ende, meine Damen und Herren des Stadtrates, liebe Gäste, liebe Freunde,
der Literatur und persönlichen Freunde. Ich sehe so viele liebe Gesichter hier. Es spricht für die Vielfalt und Buntheit der bunten Stadt am Harz und ihrer Stadtmütter und Väter, dass neben Malerei und Grafik, Plastik, Porzellan und Glasgestaltung sowie der besonders kultiviert gepflegten Tonkunst nun auch dem gestalteten Wort ein Ehrenplatz eingeräumt wurde, dass ausgerechnet meine Literatur auserkoren war, diesen Platz einzunehmen, erfüllt mich mit Stolz und Freude, schon deshalb, weil ich in dieser Stadt sprechen und schreiben gelernt habe. Als ich vor einem Dreivierteljahrhundert im Alter von 13 Monaten in den Ortsteil Hasserode gelangte, dürfte mein Wortschatz noch nicht übermäßig groß gewesen sein. Was so dann im Laufe des Lebens hinzukam, hat hier seinen Ursprung. Man spricht für gewöhnlich von Muttersprache, doch auch meine Schwester hatte ihren Anteil, die Nachbarn, Spielfreunde, die Leute auf der Straße, andere Verwandte. Der Vater, Maikäfer Flieg, war leider im Krieg. So ist die Rolle der Mütter nicht hoch genug einzuschätzen, ein eigenes Kapitel damals wie heute. Junge Frauen in ihren besten Jahren. Meine Mutter war am Ende des Krieges 30 Jahre alt, ohne Mann zur Seite, Alleinversorger der Familie und des Viehzeugs einschließlich der Bienenvölker, dienstverpflichtet in den Rautalwerken, nächtliche Fliegeralarme, Herausreißen der Kinder aus dem Schlaflos loskommt, Zuflucht im Felsbunker, Bombenangriffe auf die Stadt. Trotz der Sorge um den Gatten, fröhlich und unbeschwert den Kindern gegenüber, mit ihnen zur Laute singend, erzählend, wenn es irgend ging, die Umgebung erwandernd, auf deren fragile Schönheiten hinweisend. Als drei Käse hoch wusste ich an einer bestimmten Stelle des Harz-Querbahn-Parallelwegs, wenn wir um die Ecke kommen, dann kann man die schöne, schöne Stadt sehen. Dabei ist es geblieben. Die Schönheit und Verletzlichkeit der Stadt und ihrer immer ausgedehnteren Umgebung zu preisen, dabei denen zu folgen, die das schon vor mir getan hatten. Das Wernigerode meiner Kindheit war abseits des Krieges und danach ländlicher, gemächlicher, beschaulicher als heute. Kuhglockengeläute abends die Friedrichstraße hinab, wir Kinder rannten hinterher, barfuß. Meine Sprache ist auf Kuhplatter gewachsen. Gängige Berufe damals waren Waldarbeiter, Langholzfahrer, Steinhauer. Man sang, als der Krieg vorbei war, wenn man abends von der Arbeit kam, mehrstimmig. O Täler weit, o Höhen, keine Hitz. Der Bierkutscher Clemens lenkte sein Gespann mit den spiegelblank geputzten Geschirre durch die Burgstraße. Wer weiß heute noch, was Kulturfrauen sind? Und dennoch haben sie den Harz-Kahlflächen ihre heute vielfach geschmähten Fichtenwälder wiedergegeben. Es grüne die Tanne. Und im Lustgarten-Pavillon sang abends der soeben gegründete Oberschulchor unter Friedrich Krell: Unsterblich duften die Linden. Diejenigen, die wir nachmittags mit Hans Bober gezeichnet hatten. Und husch, da fiel's wie Asche ab. All so etwas prägt einen Heranwachsenden. Der alte Waldarbeiter Palm, befragt, wie er denn reagiert habe, als er in den Brunnen gefallen sei, erwiderte: Da hab ich mich an Schwimmen begeben. Ein kluger Ratschlag, auf viele Situationen anzuwenden. Manchmal gelingt es manchem dabei, den goldglänzenden Spielball der jüngsten Königstochter
aus dunklen Tiefen nach oben zu balancieren. Manchmal besteht er aus nichts als aus Sprache. Sprache kommt wie Pollen von überall heran, aus vergangenen Zeiten, aus anderen Gegenden. Mörikes, du bist Oplit, mein Land, das ferne leuchtet. Heine, als er Goethes westöstlichen Divan pries, konnte sich nicht genug tun. Den berauschendsten Lebensgenuss hat Goethe hier in Verse gebracht. Und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, dass man sich wundert, wie dergleichen in deutscher Sprache möglich war. Doch in deutscher Sprache ist so manches möglich, sowohl als auch. Wir wissen es bloß nicht mehr und glauben, uns aus fremden Worttöpfen bedienen zu müssen. Unsere Muttersprache aber bleibt für uns der Schlüssel zu den Dingen. In ihr denken und sagen wir. Und wir sollten nie vergessen, wie schön, wie kunstvoll gearbeitet dieses Mundwerkzeug ist. Es spricht für die Lebenskraft und Besonderheit unserer deutschen Muttersprache, dass sie sich bisher gegen alle Einflüsse anderer Sprachen vorzuziehen zu behaupten wusste. Gute, anspruchsvolle Literatur hat seit jeher ihren Anteil daran. Sie ist seit jeher Gemeinschaftswerk im Entstehen und im Wirken. Wir sollten daran denken, wenn Wernigerode im September dieses Jahres die Landesliteraturtage ausrichtet. Zudem kann man in dieser Sprache auch wunderbar schweigen. Sie selbst hat ihren Ursprung in der Natur, im Leben. Natur und Kunst sinniert Goethe über das scheinbar Unvereinbare. Sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Klangfülle, Melodik, Wort- und Formenreichtum unserer oftmals so geringschätzig, so gossenhaft behandelten Muttersprache, das sind für mich wesentlichere Beweggründe für das Entstehen von Belletristik als ein Schielen auf Trends, künstliches Hochputschen von Spannung, als das genüssliche Ausmalen menschlicher Abgründe und Verworfenheiten, gegen die selbst Goethes Mephisto ein ehrenwerter Mann ist. Ich habe mir zum Prinzip gemacht, den Blick des Lesers nicht unter fremde Röcke zu lenken und in irgendeiner Weise Gewalt auszumalen, geschweige zu verherrlichen. Ich bin Gegner von Kriegen seit damals, wo ich im ablegenen Hasserode den Krieg kennenlernte, also von Anfang an und immer da. Für mich zählt das Miteinander, nicht das Gegeneinander, besonders das Miteinander von Mensch und Natur in seiner gegenseitigen Abhängigkeit. Unsere Welt ist zu schön und zu verletzlich, unser Leben zu kostbar, um sie durch Habgier und Ichsucht zu gefährden, ja zu vernichten. Natur zu verstehen, Lebensflüsse nicht zu verstopfen, zu vermüllen, vergiften, sondern dafür zu sorgen, dass sie klar, schön und kraftvoll dahin zu strömen vermögen, hier und in der Welt, das scheint mir eine ehrenhafte Aufgabe auch der Literatur. Das habe ich in der Gemeinschaft der Schriftsteller erfahren. Das habe ich vor allem von den Großen gelernt, deren Lebenswegen ich in meinen Büchern ein Stück gefolgt bin. Die heutige Ehrung gibt mir die Zuversicht, dass solches Tun nicht vergebens ist. In dieser schönen Aula, oder war es im Stadtgarten, habe ich die Dankesrede des Abiturabschlussjahrgangs 1957 gehalten. In der Harzbücherei fand ich einen unschätzbaren Fundus, wie auch im Gleimhaus in Halberstadt und immer weiter, Weimar, Groß-Kochberg, Wolfenbüttel. In diesen unseren Bergen habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Meine Bücher und meine Kinder sind in dieser Stadt geboren, wo auch meine Eltern begraben sind. Die meisten der mittlerweile 20 Bände haben ihre Premiere hier erlebt und so soll es, wenn da noch weiteres käme, bleiben. Das bedeutet nicht, dass ich anderen Orten, Blankenburg, der stilleren
braunschweigischen Schwester des altpreußischen Wernigerode, die sich endlich wieder ihre Blüten ins Haar flechten sollte, dem Platz, wo wir seit fast 50 Jahren leben und arbeiten und den ich als Teil meiner selbst betrachte, auch Bennekenstein, Ilsenburg, Halberstadt, Elbingerode, dem Brocken, dass ich ihnen weniger zugetan wäre. Es geht um Gemeinsamkeit, nicht um Unterschiede. Heute und hier geht es um die Gemeinsamkeit von Buchschreiber und Buchleser, um die Kunst zu formulieren und Geschichten zu bauen und um die andere, diese Geschichten zu verstehen und zu genießen. Ich war sehr angetan, sehr gerührt von den Worten, die Herr Oberbürgermeister Gaffert zu Gehör brachte, den Worten des Vereins Literaturgeschichte. Und ich darf erwähnen, diesen Verein habe ich kennengelernt über die Stadt Wernigerode durch Vermittlung der Stadt, denn der Verein besuchte im vergangenen Jahr die Stadt und suchte einen Partner, einen Gesprächspartner. Und daraus ist nach einer einzigen Lesung in der Remise eine enge Freundschaft, eine enge Verbindung entstanden. Solche Wechselbeziehungen gibt es immer wieder und sie machen Freude und regen an. Ich danke meiner lieben Frau. Ohne sie wäre mein Werk so nicht entstanden. Ich danke ihr, dass sie mich und meine Marotten schon über ein halbes Jahrhundert ertragen hat. Auch wenn ich nachts grüble, aufspringe und einzelne Sachen notiere, damit ich sie nicht verliere. Ich grüße unseren abwesenden Sohn in Santiago de Chile. Ich danke der Stadt Wernigerode für ihr Vertrauen und die Hilfe durch Frau Grüning. Ich danke vor allen Dingen meinem Laudator Rainer Schulze für seine warmherzigen, launigen, ehrenden Worte. Manchmal habe ich mich gefragt, über wen redet er denn da? Ich danke den Musikern, Frau Wansun-Jong und Herrn Christoph Baranowski, für ihre anrührende Interpretation. Ich darf hier erwähnen, das erste Stück, was wir gehört haben, Beethovens Romanze in F-Dur, habe ich ausgesucht, in Erinnerung an meinen vor über 12 Jahren verstorbenen ehemaligen Freund Klaus Sacher, der diese Romanze immer wieder auch auf seiner Geige gespielt hat und mich dieses Musikstück besonders lieben lehrte. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen, Ihre Geduld beim Zuhören, für Ihr Wohlwollen. Ich danke Ihnen, ich danke euch für die Freundschaft. Ich habe so viel Liebes an diesem Abend schon gehört und erfahren, dass das für lange, lange Zeit reicht und auch Ansporn ist. Möge es Ihnen allen gut gehen in dieser schönen, schönen Stadt. Herzlichen Dank für diese Hörung. Da ich das vielleicht so sprechen kann, aber leider die Begabung zum Schreiben nicht habe, bin ich mal ganz glücklich, dass es Menschen wie Sie gibt, die dann auch dafür stehen, dass die deutsche Sprache ganz toll ist und wir nicht immer zu Englisch singen müssen. Wir können es auch im Deutschen singen, wir können im Deutschen lesen, wir können im Deutschen alles ausdrücken, was wir ausdrücken möchten. Trauer, Freude, allem drum und dran. Also für Ihre Worte nochmal herzlichen Dank. Die waren wieder so, wo ich sage, und da kam auch die Erinnerung, dass ich immer irgendwo hinterherhing, meine Eltern konnten nicht so sprechen.
Und dann fand ich diese Leute so toll, die Sätze formten und formulierten. Also, sie haben mich an meine Kindheit erinnert. Und den Laudator bedanke ich mich ja eigentlich immer, aber diesmal auch explizit für die Kurzweiligkeit. Ich habe schon einige Laudator gehört, wurde man etwas müde. In Ihrem Fall nicht. Herzlichen Dank. So, jetzt... Applaus